Apropos Profit, wie viel verdient man denn am Ende? Also du kannst es wirklich nicht pauschalisieren. Ich finde es auch schwierig, einen gewissen Betrag zu sagen. Ich meine, man fragt ja auch nicht seine Freunde, Mensch, was verdienst denn du? Ich kann dir das sagen. Ach ja. Es ist genau dieses verlegene Lächeln, das wir heute immer wieder hören. Bloggerinnen reden nicht über Geld, das Mantra, mindestens genauso wichtig wie das Instagram-Hochglanzprofil und die Illusion des perfekten Lebens. Ein Traum für Millionen Mädchen, doch manchmal bekommt der schöne Schein Kratzer. Ich bin auch ein ganz normaler Mensch und manchmal sitze ich am Wochenende auch einfach nur zu Hause mit dem Schlafanzug und ziehe mich auch gar nicht mal um und koche mir dann einfach was. Und da ist mein Leben natürlich nicht so spannend. Mittlerweile hat sich Romina nach 7 Jahren etwas aus dem Blogger-Business zurückgezogen. Ein paar Events, die ein oder andere Produktplatzierung gibt es zwar noch, doch hauptberuflich geht die 27-Jährige einen anderen Weg. Also ich bin natürlich ja auch noch bei RonTV. Das ist ja mein Hauptberuf. Da ich mich jetzt nicht zu 100% darauf konzentriere, ist es natürlich schwierig, weil ich das einfach nur als Hobby mache. Ganz anders als die Influencer, die ihr Leben täglich mit mehr als 1 Million Menschen teilen und so selbst zur Marke werden. Die Selbstvermarktung wird zum Fulltime-Job. Bis zu 5 Stunden sitzen Mädels an einem Post, bei dem sie ein Produkt vorstellen. Firmen wie Pulé aus Mannheim wollen genau diese Influencer, die sie dann für die Werbung bezahlen. Wir haben hier die ganzen Mädels zusammengetrommelt, die eine Reichweite von über 5.500.000 haben. Natürlich auch, um Follower zu generieren, um Reichweite zu bekommen. Deren Reichweite natürlich, die sind hier da, um uns auch die Marke bekannter zu machen in der Region und außerhalb. Der Plan ist aufgegangen. Alle Bloggerinnen posten an diesem Tag Fotos mit dem Namen der Firma als Hashtag. Das Geben und Nehmen der Blogger-Szene.